Juhu, hereinspaziert, zurück auf den Tennisplatz, hier bei dem Moos und dem weißhaarigen Gandalf. In der letzten Folge haben wir kläglich versagt, was soll man machen? Nichtsdestotrotz lassen wir uns davon nicht abhalten. Wir haben Oliver Gentner, hieß er Gentner oder Genter, als neuen Trainer verpflichtet. Die neue Wunderwaffe, die uns zu neuen Zielen bringt. Wir müssen allerdings gegen den Norweger Christian Knutsen in unserem ersten Spiel in München antreten. Da geht es allerdings direkt los mit dem Viertelfinale. Wir schauen uns mal ein paar nähere Infos an, allgemeine Infos. Der Junge ist hier im Jahr 2011 24, noch nicht ganz 24 Lenzen. Noch ist er 23, wir sind ja erst im Mai. Kommt aus Oslo, 2,04 Meter, also ein Aufschlagriese. Sehen wir hier auch schon 52 Aufschlag, der Rest eigentlich relativ, ja, durchschnittlich im 35 bis 39er Bereich gehalten. Da hat er keine Spezialfähigkeiten. Er ist in der Topspin-Ranking, ist auf Platz 62. Ist auch seine höchste Platzierung. Aktuell in der Saison ist er sogar 53. Also dürfte über uns stehen. Saisonaktivität gar nichts. Ist hier also sein erstes Turnier. Da fragt man sich natürlich, wie kann ich ohne Saisonaktivität in der Saisonrangliste auf Platz 53 vorkommen? Aber da sehen wir schon, nee, wir sehen es nicht, er ist tatsächlich immer gestiegen. Verstehe ich nicht so ganz, macht wahrscheinlich auch keinen Sinn, aber sehen wir mal drüber hinweg. Und Greenscreen hier sagt uns auf nach München, kurz der Flug hier hin in die Heimat. Wir kommen ja aus Deutschland und da will ich natürlich jetzt meinen 20 Fans, die ich da mittlerweile habe, auch was bieten. Standardschläge sind übrigens nicht schlecht, aber platzierte oder Powerschläge sind wesentlich besser. Ja, das sind natürlich geistreiche Infos, die ich mir alleine gar nicht hätte so ausdenken können in der Form. Aber ist immer wieder schön, wenn man dann in diesen Ladebildschirm diese tollen Infos bekommt. Allerdings, ich bin kein großer Fan von Ladezeiten. Ungewöhnlich natürlich, dass wir in München auf Rasen spielen. Ich persönlich habe Rasen früher als Zuschauer immer am liebsten geschaut. Es könnte auch, nee, es ist Rasen, es hätte auch so eine Art Teppichboden sein können. Normalerweise wird in München für die Leute, die Tennis öfter gucken, da gibt es auch ein ATP-Turnier. Oder gab es früher zumindest immer. Und das. Oh, hier mit der Volley! Und das war früher immer auf Sand. Also, es hat mich jetzt ein bisschen überrascht, dass wir hier im Mai auf Rasen in München spielen. Aber gut, da schlägt halt auch nicht immer Kollege Realismus zu hier an der Stelle. Und da haben wir doch den Knutsen einfach mal überloppt hier mit seinen 2 Metern. Was ist denn da los heute? 2-0 mit 2 perfekten Schlägen ins Spiel eingetreten. Ich sage euch, ich habe nicht trainiert. Nochmal lupfen hier. Oh, der war zu spät, aber interessiert mich gar nicht. Also das scheint hier eine gute Strategie zu sein gegen den Kunden. So, den einfach mal in die Mitte gehämmert. Und er kommt wieder nach vorne. Und jetzt passieren wir ihn natürlich. Oh, da geht hier alles auf heute. Was ist denn los, ey? Nach der Blamage beim letzten Mal hier, aber die pure Dominanz und dann das. Ah, schade, da habe ich mich wieder zu sehr selbst gelobt. Das mache ich ja gerne mal, aber da nehme ich auch kein Blatt vor den Mund. Und dafür, dass er so ein Ausschlagriese ist, war der ganz schön soft geschlagen. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, er haut mir die Dinger richtig um die Ohren. So, der war gar nicht schlecht eigentlich. Und boah, da wäre ich nie rangekommen, wenn der ins Feld käme. Gekommen wäre, so ist der Satz, glaube ich, grammatikalisch richtig. So, jetzt holen wir ihn mal direkt ans Netz hier mit dem Stopper. Ach, schade. Wieder zu spät. Also, jetzt ist es ausgeglichen. An meinen Aufschlägen muss ich auch nochmal arbeiten. Wieder zu früh. Ich will nicht ans Netz. Das hat mir nicht so viel Spaß gemacht bislang. Und, ja, da fehlen mir fast die Worte hier. Bei so einem Lob. Der war natürlich nicht so galant. Man merkt schon, wie das Spiel schneller wird. Also, sobald der Gegner ein bisschen besser ist und man selber, wird auch das Spiel schon ein bisschen schneller. Ich bin dann echt mal gespannt, wie es irgendwann mal wird, wenn man hier so viel EP hat, dass die Schläge halt richtig heftig werden. Ich glaube, dann ist man nur noch am Sprinten über den Platz. Und so gut, wie es angefangen hat, so schlecht mache ich es dann jetzt wieder. Vielleicht kann ich ihn nochmal ans Netz locken. Das waren ja ein paar gute Lobschläge dabei bislang. Zu früh, schade. Oh, der war natürlich mit Wucht geschlagen und da habe ich keine Chance. Den hat er gut vorbereitet, da habe ich ihm, ja, sehen wir jetzt sogar nochmal in der Wiederholung. Da, jetzt kommt fast nur so ein Chipschlag von mir.
der natürlich ins Halbfeld brandgefährlich wird, weil er alles offen hat, er kann ihn vorbereiten, haut mit der Vorhand drauf, ich bin gezwungen, zu reagieren, kann dann nur noch so einen Defensivschlag raushauen, der dann nach oben geht und er ist vorgerückt, so wie, sich das, wie er sich das gedacht hat und nimmt den Volley dann natürlich ab, beziehungsweise den Schmetterball. War einfach schlecht gemacht von mir. Ich habe ihm da das Feld geöffnet, indem ich da, so wie jetzt hier auch, das sind ganz gefährliche Bälle, die man nur so ins Halbfeld schlägt, wo der Gegner sich dann platzieren kann und im Prinzip reagieren kann. Und da kann man natürlich, wenn man den Ball richtig trifft, das ausnutzen, sehr gut. Ich treffe die immer noch zu früh. Jetzt vielleicht mal. So, dem müsste doch jetzt eigentlich reichen. Jawohl, 6-5. Da mache ich hier auch vor meinem Fernseher die Faust. Und der kann jetzt eigentlich ins linke Eck, aber nicht platziert genug. Und dann müssen wir wieder zurück, damit wir hier sicher stehen. Und jetzt ins rechte Eck. Jawohl! Kommt da ran, jetzt wieder ins linke Eck. Jetzt müssen wir ein bisschen laufen lassen. Schade, hat nicht geklappt. Nochmal ins linke Eck. Die Seite ist eigentlich... Ich komme nicht dazu, den Ball zu platzieren. Jetzt kommt er wieder ans Netz. Und wenn er diese Vorhand raushaut in die Ecke, dann bin ich halt wirklich in der Defensive. Jetzt gehe ich mal nach vorne. Nicht so gelungen, ich gehe wieder nach hinten. Ich komme gar nicht dazu, nach hinten zu gehen. Das war also... Ja, die Vorbereitung des Angriffs hatte ich mir anders vorgestellt. Aber das Volleyspiel scheint gar nicht so schlecht zu funktionieren hier. Jetzt wieder der Schlag von der Grundlinie. Und es ist wirklich eine knappe Kiste hier. Also, ja, so ein Halbfinale hier in München vor dem eigenen Publikum, das wäre doch eine schöne Sache. Ah, wieder zu früh. Nochmal. So, der war jetzt schön. Jetzt lasse ich ihn laufen. Wieder perfekt. So stelle ich mir das vor. So soll das natürlich immer aussehen. Das waren jetzt schöne Schläge. Also 8-6. Puh, mir schwitzen hier die Hände. Nochmal perfekt jetzt, aber zu früh, schade. Aber den Ball geholt. Oh, und dann wieder ins falsche Eck gelaufen. Nein. Ah, da hatte ich ihm zu viel Platz angeboten. Gut, 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 Mo. Gut, Mo. 9-7, zwei Matchbälle. Puh, also seht's mir nach, dass ich mich jetzt hier so ein bisschen drin vertief, aber nach der blamablen Leistung in der letzten Folge wäre das hier ja schon ein Riesenschritt, wenn ich hier den Knutzen wegsemmel. Zu spät, aber kommt der kommt! Der Lob kommt und das ist der entscheidende Punkt. Halbfinale erreicht hier. Endlich mal wieder ein Spiel gewonnen. Puh. 10-7, keine Glanzleistung. Den Grundstein haben wir gelegt in den ersten vier Bällen oder vier Ballwechseln. Da habe ich echt mein bestes Tennis, glaube ich, gezaubert, was ich hier bislang hatte. Und am Ende habe ich mich dann auch nochmal gesteigert. Zwischendurch hatte ich wieder so eine Phase, wo ich es hab schleifen lassen. Aber es hat gereicht. 208 EP, da können wir dann auch wieder eine neue Stufe freischalten. Puh, Halbfinale. Meine Herren, Da bin ich natürlich glücklich und ich denke mal, wir geben noch mal ein paar Punkte aus oder kann man das vielleicht gar nicht während des Turniers machen? Ihr seht's, wir haben also durch den neuen Trainer hier die 3 Bonus-EP bekommen. Mehr habe ich da jetzt nicht gesehen und jetzt geht's da gegen Peter Mann aus Schweden, der gute Peter. Und ich bin zurzeit gerade am Überlegen, ob ich das jetzt noch mache oder in der nächsten Folge. Der Spannungsbogen ist natürlich relativ hoch hier, wenn ich jetzt mich mal ins Halbfinale vorgekämpft habe. Ich denke, wir machen es in der nächsten Folge. Ich werde aber nochmal upgraden hier die Spielerwerte durch die EP, die ich jetzt bekommen habe. Müsste ich eigentlich das ein bisschen boosten können. Und dann machen wir nochmal Grundlinie offensiv. Ich spiele über Vorhand, um ehrlich zu sein. Neuer Trainer verfügbar. Ne, ich bleibe erstmal bei meinem deutschen Kollegen hier. Der hat mich jetzt nach vorne gebracht. Und dann können wir nichts mehr weiter verbessern. Aber ihr seht schon, wir sind schon ein ganzes Stück besser geworden. Da ist man mal 3 Monate dabei. Dann wird's auch schon, dann geht's voran. Und gegen den Peter Mann, vielleicht hat er einen Werbevertrag mit diesem... LKW-Hersteller, kennt ihr diese MAN-Trucks, beziehungsweise die machen, glaube ich, auch so Baufahrzeuge. Keine Ahnung. Gegen den Peter spielen wir dann in der nächsten Folge. Er sieht schon gruselig aus, oder?
der könnte auch in einem Horrorfilm mitspielen. Christian Knutzen haben wir geschlagen im Viertelfinale, Halbfinale gegen Peter Mann. Da bin ich jetzt heiß drauf. Und dann danke ich euch wieder fürs Zuschauen. Es dürfte jetzt eigentlich, ich plane es so, dass locker jeden Tag jetzt immer eine Folge Topspin rauskommt. Gerade auch, wenn bei euch die entsprechende Resonanz vorliegt. Also, dass euch nicht ermüdet. Dadurch, dass ich jetzt demnächst Urlaub habe, mehr Zeit habe, werde ich jetzt immer eine Folge hochknallen. Und wenn die nicht so lang werden, ist es für mich auch einfacher, weil die dann nicht so lange rendern und Upload-Zeit fressen. Dann kann man auch zwischendurch mal ein paar FIFA-Videos wieder hochladen. Denn das macht den Kanal ja nach wie vor immer noch hauptsächlich aus. Aber Topspin macht mir jetzt echt schon sehr viel Spaß. Ich glaube, man merkt das. Und den Peter, den knöpfe ich mir vor beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Euer Mo.